Hallo, ich bin Carmelina und ich arbeite seit vielen Jahren im internationalen Meeresschutz in diversen Projekten. Zum Beispiel war ich in Costa Rica, Griechenland und Italien und habe mich dort in einem Rehabilitationszentrum für Meeresschildkröten engagiert. Plastik ist insofern ein Problem für die Meerestiere, weil sie das versehentlich verschlucken und sie das für ihre natürliche Nahrungsquelle halten. Und gerade zum Beispiel bei den Meeresschildkröten ist es so, dass sie einen Plastiksack, wie jetzt der da, den ich hier in der Hand habe, für eine Qualle halten. Das sieht nämlich sehr ähnlich aus, wenn das im Wasser schwimmt. Und sie verschlucken das. Und das kann dann die Magenpassage blockieren bei den Meeresschildkröten und dann auch zum Tod führen. Greenpeace tourt mit der Rainbow Wire in verschiedenen Mittelmeerländern, um Menschen zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Das heisst, wir müssen jetzt handeln und die Chance packen. Wenn du das Meer und die Meerestiere so liebst wie ich, dann engagier dich mit uns und setz dich ein für unsere Plastikkampagne.